Und wir sind eingeladen von Attraction. Die veranstalten ein Bootcamp zur Einzelkornlegemaschine. Schnell, präzise, intelligent. Und zwar geht es darum, die Pflanzen über den Rhein in ein Delta abzustimmen. Da seid ihr schon ganz weit vorne auf dem Markt, würde ich fast so sagen. So, jetzt sind wir hier bei Max gelandet. Firma Wedestad. Wedestad Vaderstedt. Wie spricht man es denn richtig aus? Wir lösen jetzt erstmal das richtige Rätsel. Ganz einfach, wie man es eigentlich schreibt. Vaderstedt. Vaderstedt. Das ist eigentlich nicht schwer. Ich habe alle Varianten schon gehört, glaube ich. Ich auch. Vaderstedt war fast einer der Lieblingsbegriffe. So, erzähl mal, was hast du uns jetzt hier mitgebracht? Ja, also wir haben mitgebracht eine Tempo V12 umgebaut auf Tempo V8. Das heißt 8 Reihen, 75 cm Reihenabstand. Klassische Tempo, wie man sie kennt, Überdrucksystem, Hochgeschwindigkeit, Einzelkorn, Zählmaschine. Ja. Was möchtest du darüber noch wissen? Ist alles gesagt. Tempo hatten wir. Wie schnell? Also. Wie schnell? Ich weiß nicht. Je nachdem, wie das Feld vorbereitet ist, solange man auch sitzen kann. Naja, also 18 km/h sagen wir offiziell. Wenn es mal schneller ist, weil das Feld gut vorbereitet ist, dann ist das auch kein Problem. Wenn es dann in die Feinsämereien runtergeht, dann hat man vielleicht bei 15 km/h bei Raps und Rübe oder 14. Da kriegen ja eh schon die meisten Herzkasper. Aber einfach. So die normalen Geschwindigkeit realisiert ihr von den Kulturen, hast du gerade schon angesprochen. Also ihr könnt von Raps bis den Mainstream Sonnenblumen, Mais machen. Könnt ihr aber auch zum Beispiel Kürbis oder? Alles. Also es ist wirklich von klitzekleinen Saatgut, Zwiebel, Karotte, was weiß ich, was da alles schon mit ausgebracht wurde, bis hoch zur Ackerbohne. Ist eigentlich alles, was halbwegs rund ist, damit vereinzelbar. Genau, gestern Abend hast du mir ein Bild gezeigt vom weiblichen Spinat, Leute. Das war dass sowas vereinzelbar ist, ist schon verrückt. Ja, also, sieht so ein bisschen aus wie so kleine Kaktussternchen. Also es ist schon faszinierend. Also das ist kein Problem. Also vereinzelt kriegt man damit eigentlich so gut wie alles. Wie viele Liter habt ihr in euren Tank? Bei der TPV sind wir bei 70 Liter Inhalt, bei der TPL wären wir sogar bei 90. Okay. Und von Scharabstand von 37,5 bis? Nee, von 45 bis 75 beziehungsweise sogar 80. Okay. Ja gut, letztendlich kann man ja die Maschinen oder die Aggregate so weit auseinanderziehen, wie man möchte. Haben wir ja schon mal ein anderes Video gehabt, wo die für mich da umgebaut wurde, dass wir damit den Raps legen können. Genau, wir haben ja diesen patentierten Rahmen, da kann man eigentlich frei diese Rahmen verschieben, wie man lustig ist. Genau, ihr habt ja die gezogene Variante, also ihr habt ja die Dreipunkt angehangene Variante, die wir hier sehen. Also wo fangt ihr an? Bei 4 Meter Arbeitsbreite, glaube ich, ne? Bei 3 Meter Arbeitsbreite. 3 Meter Arbeitsbreite und wo endet ihr? Wir enden bei 12 Meter. 12 Meter. Das sind die ganz große, die 24-Reihe. Genau, das sind ja die gezogenen Geräte. Und ich bin der Meinung, ihr habt seit dieses Jahr auch dieses Central Fill System oder seit letztem Jahr, oder? Es ist noch nicht offiziell in der Preisliste. Also Central Fill System ja, als Kombi-Version zusammen mit Dünger ist es noch nicht in der Preisliste. Als Seed-Only-Version ist sie bereits drin, ja. Okay, das heißt, also es gibt einen Tank fürs Saatgut und es wird dann an die ganzen Reihen verteilt. Kostet aber auch sicherlich einen Haufen mehr Geld. Meine Vermutung. Es relativiert sich alles über die Zeit. Ist nur am Anfang kurz mal teuer. Dann wird sie günstig. Okay. Erzähl uns mal ganz kurz, 30 Sekunden, die Stärken dieser Maschine. Aussaatpräzision, Einfachheit, Geschwindigkeit. Was kann sie gar nicht? Kartoffeln. Auch die schöne Antwort. Wir hatten vorhin Weizen, das war auch sehr gut. Also nee, passiert ab und an. Also wir haben ein paar Spezialisten, die nehmen eine TPV 45 und versetzen dann via GPS um ihre 22,5 bzw. 25 cm und machen damit sogar Weizen ab und an. Also gibt es auch ein paar. Und das ist verrückt. Das ist jetzt aber keine so große Herausforderung eigentlich. Wenn der RTK funktioniert, geht das? Ja, das denke ich wohl auch, das funktioniert. Aber das habe ich so noch nicht in der Form gehört. Gibt's ein paar. Gut.
angekommen im Fendt 828, so halbe Zungenbrecher, mit der Vedesta Tempo. Und Laurens wird uns ein bisschen was erzählen über die Bedienung. Genau, wir haben die Maschine jetzt einmal beim Trecker hinten im Isobus eingesteckt. Wir sehen beim Fendt Isobus Gerätesteuerung. Könnten uns hier theoretisch die Maschine schon anzeigen lassen und bedienen lassen. Jedoch, man sieht, es ist relativ unübersichtlich und nicht so gut lesbar. Deswegen haben wir von Federstadt unsere iPad-Steuerung, wo wir uns jetzt gerade das WLAN von der Maschine suchen. Wir sind jetzt in den Einstellungen des iPads im WLAN und verbinden uns mit der Maschine. Dann haben wir die Federstadt-App ganz normal im Play Store runterzuladen. Und jetzt gleich verbindet sich die Maschine mit der App und wir sind dann drahtlos mit der Tempo verbunden. Jetzt haben wir das Ganze hier geladen. So sieht das Ganze aus. Genau, wir sind jetzt in unserer Hauptbenutzeroberfläche, die wir bei der Aussaat uns immer anschauen. Wir haben hier oben einmal drei frei belegbare Felder, wo wir uns gewisse Parameter der Maschine anzeigen lassen können. Aktuell ist rechts die Umdrehung vom Luftgebläse für Dünger vorne im Fronttank. Dann die Gebläsedrehzahl hinten vom Maisleger und der Druck im Sähherz in Kilopascal. Das messen wir an einem Sähherz, wie viel Kilopascal haben wir in der Überdruckvereinzelung. Ich könnte auch auf so ein Feld antippen, mir beispielsweise den Hektarzähler anzeigen lassen oder noch die Fahrgeschwindigkeit, die wir in diesem Fall von dem Schlepper nehmen. Wir haben kein Radar mehr verbaut, sondern nehmen das über das RTK-Signal vom Fendt in diesem Fall. Dann haben wir auf der rechten Seite hier einmal den Fahrgassenrhythmus. Hier unten die Taste bedeutet Fahrgassen weiterschalten oder stoppen. Ist jetzt aktiv. Das Fahrtkonzept ist immer so gestaltet: alles, was grün ist, ist aktiv. Alles, was weiß ist, kann aktiviert werden. Und alles, was grau ist, ist deaktiviert. Ganz normal, hier werden die Spurreißer vorgewählt. Und das hier ist dann der Bereich, wo wir unsere Ausbringmengen sehen. Aktuell bringen wir nichts aus. Ansonsten stünde hier beispielsweise 85.000 Körner pro Hektar. Und hier 185 Kilogramm Dünger. Ich kann da drauf tippen, diesen Wert verstellen. Ich kann beispielsweise Dünger komplett deaktivieren, dann ist es grau, oder Saatgut ebenso. In diesem Feld hier wäre noch Mikrogranulat anzufinden. Wäre genau gleich aufgebaut. Das Symbol ist der Füllstandswächter. Ist jetzt beim Fronttank gerade auf leer umgesprungen. Genau. Dann das große weiße Feld ist das, was den Fahrer mit am meisten interessiert. Da wird während der Fahrt von jedem einzelnen Aggregat wird ein Säulendiagramm erstellt. Alles, was von dieser Mittellinie nach oben ausweicht, sind hier oben Doppelstellen, da sehen wir es, in Prozent angegeben. Alles, was nach unten ausschlägt, sind Fehlstellen. Sprich, wir haben beim Fahren bei jedem Aggregat leichte Säulen nach oben oder nach unten, die möglichst nah an diesem mittleren, dicken, grauen Strich liegen sollen. Dann ist die Vereinzelung in dem Moment 100% genau. Wir haben, oder viele haben bei Instagram gefragt, was ihr wirklich interessiert, aber man muss sagen, das ist kein Hindernis mehr für die Hersteller. Applikationskarten Aussaat, Applikationskarten Dünger? Ja. Beides zusammen? Genau, das ist kein Problem. Da hast du aber etwas gestockt. Das scheint doch ein Problem zu sein. Ja. Sofern es die Schlepper unterstützen, muss man sagen. Genau. Mit den unterschiedlichen Karten, Applikationskarte, Mikrogranulat, wurde vorhin auch beim anderen Hersteller gesagt. Wir laden das ja alles auf den Fendt drauf. Also man muss sich das ja so vorstellen. Der Fendt ist per Isobus mit der Maschine hinten gekoppelt. Die Maschine bekommt in diesem Fall jetzt vom Fendt über Section Control und über das Variable Rate Control die Ansage, wann lege ich wo, wie viel Körner. Und die Maschine sendet es dann über das Gateway an das iPad und das iPad ist nur noch Anzeige. Der Rechner ist in diesem Fall der Fendt. Wir gucken es auf dem iPad nur noch an. Deswegen braucht der Fendt die Freischaltung. Also er muss Variable Rate Control und Section Control dafür können. Genau. Section Control auch im Dünger? Oder? Section Control im Dünger macht bei diesem Gespann so keinen Sinn, weil wir der Fendt kann eine Sache im Section Control an- und abschalten. Mhm. Und wir könnten der Dünger kann dem Saatgut folgen, aber wir haben immer 2-3 Sekunden Düngerweg, bis der hinten ist bei dem Fronttanksystem. Also können wir da nicht sagen, Düngerfolge der Saatgutsektion, sondern Dünger wird von Hand bzw. über das Vorgewinnemanagement separat ein- und ausgeschaltet. Okay, aber in keine einzelnen Reihen? Keine einzelnen Reihen. Wir haben zwei Dosierer am Fronttank, die in einen Luftstrom rein dosieren und der geht dann
in den Verteilerkopf oben und wird da verteilt. Mhm. Und lässt sich nur an- oder abschalten. Ah, okay. Okay. Mhm. Muss man sagen, bei mir zum Beispiel, ich habe ja Entfernung mal mit so einem Kilometer, wo ich manchmal nur zwei Reihen Saatgut nachlege. Das ist natürlich auch, wenn man bedenkt, du machst ja dann für 5 Meter zu viel Dünger auf 1 Kilometer. Genau. Das ist ein halber Hektar. In der Praxis würde ich dann sogar den Dünger dann weglassen für die 2 Reihen. Ah, das kann ich mir nicht ansehen. Das sieht man ackerbaulich. Okay. Die 2 Reihen, die würden mich das ganze Jahr triggern. Ja, das ist ja ein bisschen eine Ermessenssache des Fahrers. Wann mache ich den Dünger aus und wann lasse ich ihn an? Bei den gezogenen Varianten, da ist das kein Problem. Da kann man den Dünger einzelrein abhängig über Section Control mit abschalten lassen. Oder beim Fendt One, der mehrere Booms hat, da wäre das dann auch kein Problem. Okay. Ich würde sagen, wir haben ja die Vedista Tempo schon mal ausgiebig vorgestellt in den Videos, die verlinke ich jetzt mal hier zu der Rapsaussaat. Da könnt ihr auch noch mal reingucken, da haben wir das Ganze auch abgedreht, da haben wir die auch noch mal von außen ausgiebig vorgestellt. Ich würde sagen, für das ganz kurzen Überblick soll es erstmal hier gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Gucken wir uns gleich mal die Horsch an. Wir sind jetzt bei Thomas gelandet, Firma Horsch. Servus, hallo. Hat uns heute das einzig gezogene Gerät mitgebracht. Erzähl mal, was hast du uns hier mitgebracht? Ja, die Maschine ist unser Maestro 8CV, also unser kleiner Sähwagen im 6-Meter-Bereich, 8-reihig, wie er hier steht, oder 12-reihig mit engen Reihenabständen zum Beispiel. Wir haben 3000 Liter Dünger mit dabei und hier auf der Maschine einen zweiten Tank für Saatgut, also unsere Zentraltanklösung, unser Main Tank Supply System, MTS, kurz ausgedrückt, sage ich mal. Hat hier den Vorteil, wir haben da 800 Liter Kapazität für Saatgut. Transportieren das Saatgut pneumatisch an die Reihen hinten aus. Und von dort aus werden dann die Körner mit Airwex-System oder mit dem Airspeed-System einzelkondensiert. Der große Vorteil eigentlich von diesem MTS-System ist, wir können es sehr einfach befüllen. Wir müssen nicht mehr mit der Sackware hantieren. Wir können dann ein Big Bag nehmen, mit dem Teleskoplader, mit dem Stapler irgendwie drüber fahren, aufschneiden, aufmachen, 40 Einheiten, 50 Einheiten in den Tank reinlassen. Und die Maschine ist voll und man kann wieder loslegen mit dem Säen. Ihr bietet ja die Maschine in 2 Varianten an. Einmal das Überdruck, einmal das Unterdrucksystem. Wo siehst du da jetzt die Vorteile? Wo würdest du was fahren? Genau, also beim Überdrucksystem ist der größte Vorteil eigentlich einfach diese hohe Fahrgeschwindigkeit, die man erreichen kann damit. Bei sehr genauer Ablage im Boden, sehr guter Längsverteilung. Irgendwo 15 km/h, 16, 17 km/h, wenn es gut geht, ist da alles drin. Und das wird vor allem, merken wir, von Betrieben gewünscht oder ist erforderlich bei Betrieben, die halt ja, überbetrieblich die Maschine einsetzen. Also Lohnunternehmer, die viel Mais säen, im Osten auch bei Sonnenblume, wo Sonnenblume eine wichtige Kultur ist oder eine der Hauptkulturen ist, läuft vor allem dieses Airspeed-System. Bei Betrieben, die oft vielfältigere Kulturen mit der Maschine machen, auch Raps, Rübe oder sowas, haben engen Reihenabstände, die Maschine umbauen müssen, die vielleicht eine Sonderkultur machen, die mal eher vielleicht Probleme haben mit Nässe, also mit sehr nassen Säbedingungen, wo man arbeiten muss. Da ist dann tendenziell das Vakuumsystem im Vorteil. Einfach, dass wir zum Beispiel die Fangrolle ausbauen können. Wir können auch ohne Rolle eben arbeiten, können aber große Nässe dadurch säen. Sind ein bisschen langsamer unterwegs natürlich, aber das reicht auch manchen Betrieben aus, wenn die Strukturen sehr klein ist, wenn man gar nicht auf die Geschwindigkeit kommt, wenn man oft umdrehen muss am Vorgewende, dann ist das meistens gar nicht erforderlich und daher haben wir ja, beides im Angebot auf derselben Maschinenbasis und auch auf derselben Reihe, also die Grundkomponenten sind immer identisch. Auch der Dosierer ist sehr gleich aufgebaut, es ist wirklich nur dieses Schießen beim Airspeed-System und das freie Fallen
durchs Fahrrohr im Vakuumsystem der große Unterschied. Mhm. Ja. Ihr habt ja sowohl die Dreipunkt-Variante, die gezogene Variante, aber ihr habt ja natürlich auch nicht nur die Zentralfüllvariante, sondern ihr habt ja tatsächlich auch noch die Saattanks an den einzelnen Reihen. Das heißt, man kann sich bei euch auch so ein bisschen die Maschine zusammenstellen, wie man sie gerne hätte, in allen verschiedenen Varianten. Kulturen hast du vorhin schon angesprochen, ich denke Raps bis Kürbis. Genau, ist alles möglich mit beiden Systemen. Das, alle Standard-Einzelkornkulturen funktionieren mit den Dosierern. Genau, es gibt nur ein paar Feinheiten in der Einstellung, dann je nach System, aber ansonsten läuft es wunderbar. Hast du schon was zum Volumen gesagt vom Saattank? Der hat jetzt 800 Liter. Der hat 800 Liter. Genau. Und die Reihenkästen gibt es ja auch bei der Maschine oder bei den kleineren, bei den Dreipunktmaschinen haben wir nur die Reihenkästen logischerweise drauf. Da hat eine Reihe dann 70 Liter. Und dann dementsprechend mal 8 oder mal 9 oder mal 12 Reihen ist dann eben diese konventionelle Behältervariante, sage ich jetzt mal. Was mich immer gefragt hat, wenn die Saat da so verteilt wird, ne? Jawohl. Wie funktioniert das? Also wie weiß die Reihe eigentlich, dass sie Saat hat und dass sie keine Saat hat? Also das Interessante oder das Schöne dran ist, wissen tut sie das gar nicht, weil das ist eigentlich rein physikalisch bedingt. Wir haben hier ungefähr fahren wir beim Vakuumsystem fahren wir mit ungefähr 30 Millibar Druck, die MTS-Versorgung. Und wir haben hier unten einen Ausgang für die Abluft, sage ich jetzt mal. Und wenn jetzt dieser kleine Zwischenpuffer, das ist ungefähr ein halber Liter Volumen, wenn der voll wird, staut sich die Luft im Endeffekt im Schlauch. Mhm. Das heißt, die Luftgeschwindigkeit nimmt ab. Es wird dann kein Saugut mehr gefördert, weil einfach die Luftgeschwindigkeit langsamer ist. Und wenn wir jetzt wieder säen oder wenn wir weiterarbeiten, die Dosierer bringt ja immer Körner aus, sinkt der Füllstand wieder ein bisschen ab. Dadurch kann wieder mehr Luft durch die Ablufteinheit entweichen. Die Luftgeschwindigkeit erhöht sich im Schlauch wieder und Saugut wird transportiert. Also das ist im Endeffekt nur so ein Zwischenspiel zwischen Voll- und Leerwerden, das ganze System, und funktioniert eigentlich mit den Druckunterschieden. Also es sind minimale Strömungsgeschwindigkeitsunterschiede, aber das reicht eben aus, dass das Saugut transportiert wird oder nicht. Und der schöne Vorteil ist im Endeffekt, wenn wir Section-Control-Schaltung haben oder wenn wir irgendwie Fahrgassen schalten, dann, wenn die Reihe nicht zählt, bekommen sie ja kein Saugut nicht, weil es irgendwann voll ist. Im Tank ist alles gleich. Wenn der leer wird, dann gibt man der Sensor Bescheid, jetzt ist nicht mehr viel drin und weiß man, okay, ich kann jetzt nur 100, 200 Meter fahren, dann muss ich auftanken oder auffüllen. Und das ist ruckzuck gemacht. Und diese unregelmäßigen Füllstände, die man eben bei der Behältervariante hat, die ja manchmal nervig sind, wenn man Fahrgassen schaltet, dass man die eine Reihe ist schon leer, die andere Reihe ist noch ein bisschen was drin, gibt es halt bei diesem MTS-System nicht. Ja. Das ist halt einfach für ein bisschen komfortabler zum Bedienen. Und natürlich für größere Betriebe, wenn man jetzt sagt, man hat sehr viele Sorten, man wechselt sehr oft und möchte irgendwie rein individuelle Sorten säen, gibt es ja auch alles noch, ist das natürlich hier nicht mehr möglich, weil das alles gemischt wird im großen Tank drin. Aber für größere Betriebe, wo man einfach schlagkräftig sein muss, wo man dann eben einmal lang mit der Sorte fährt, wo man sagt, man hat jetzt da 2, 3 Big Bags von der Sorte, also irgendwie für 50, 60, 70 Hektar eine Sorte, dann ist das natürlich schon, auf jeden Fall Spaß. Hat beides so für und wieder. Ich vermisse ab und zu auch mal den Einzelsaattank, wo man sagt, ach komm, da könntest du mal eine andere Sorte reinpacken, um einfach mal zu beobachten in der Reihe, wie wächst die eigentlich, wie verhält die sich. Genau, das ist in dem Fall nicht mehr möglich. Dann wird man eben auf die Reihenbehältervariante wieder umsteigen müssen. Gibt es ja im 6-Meter-Bereich noch, also bei der RV RX und der Dreipunktmaschine gibt es natürlich nur die Behältervariante. Hier bei der CV CX gibt es auch serienmäßig, optional eben das MTS-System. Und bei den größeren Maschinen, also bei unserer SV oder SX, also unserem großen Sälwagen, der ja bis 18 Meter Arbeitsbreite geht, da haben wir ausschließlich das MTS-System verbaut. Einfach, weil wir mit solchen Mengen arbeiten müssen, dass man sagt, das mit der Hand zu handeln, mit der Hand aufzufüllen, ist einfach umständlich und arbeitsintensiv und aufwendig. Und bei 18 Meter, wenn man da mit 2000 Liter Saatgut einfüllt in den Tank, dann geht das natürlich nur mit Big Bag. Absolut. Und mit der Hand wird das ein bisschen, ist möglich. Aber ist möglich, genau, aber dauert, man quält sich kurz. Und ist körperlich auch nicht unbedingt die schönste. Ja. Genau. Ein Punkt, fahrt ihr tatsächlich in dieser Kombination oder ist das einfach nur heute hier, um zu zeigen? Nee, das ist eigentlich mittlerweile unsere meistverkaufte Schließrollenkombination. Also diese Fingerrolle in Kombination mit der normalen Gummirolle. Es gibt natürlich auch ganz normal das Doppelgummirollenpaar, breite Gummirollen, profilierte Rollen, verschiedenste Systeme. Aber das ist, wie gesagt, das meistverkaufte. Einfach hat den Hintergrund, die Fingerrolle, die öffnet wieder leicht die Verdichtung, die wir durch Säen erzeugen. Also wir haben
Durch das, dass wir mit einem Doppelscheibensecher die Erde öffnen, erzeugen wir eine Sellschlitzwand- oder Seitenwandverdichtung. Hier jetzt bei dem Standard beim Sand weniger natürlich, wie jetzt auf einem tonigen, lehmigen Boden. Aber in Versuchen haben wir eben festgestellt, durch dieses Aufkratzen oder Auflockern dieser Verdichtung haben wir positive Effekte auf das Wurzelwachstum und auf die Pflanzenentwicklung ganz am Anfang. Die Rolle ist auch immer auf der Seite montiert, wo der Dünger abgelegt wird. Das heißt, der Weg hin zum Dünger ist ein bisschen einfacher für die Wurzel, kann ein bisschen schneller stattfinden. Und wir haben auch noch einen Nebeneffekt, wenn es hart ist, wenn wir Direktzeiten haben, haben wir einfach ein besseres Schließergebnis. Die Struktur wird zerbrochen. Genau. Kennt man manchmal, wenn der Boden nass oder wenn es normal feucht oder beim Säen, danach wird es heiß und trocken, dann macht der Boden wieder den da, der geht wieder auf. Und die Körner liegen dann da und trocknen aus, nachdem sie ein bisschen gequollen sind. Und durch diese Fingerrolle zerstören wir die Struktur, dass auch der Boden nicht mehr aufgehen kann, wenn er austrocknet zum Beispiel. Mhm. Genau. Kurz und knapp, sag uns mal die Stärken dieser Maschine. Die Stärken der Maschine sind, dass wir auf jeden Fall sehr flexibel sind, wo es jetzt eben das Dosiersystem betrifft, wo es die Tankkomponenten betrifft, Dreipunkt gezogen. Hier haben wir breit aufgestellt, haben unzählige Varianten, alle möglichen Reihenabstände. Da findet man für jeden Betrieb das richtige System. Und was wir auch noch haben an unseren Maschinen, was ein sehr wichtiges Merkmal auf jeden Fall ist, ist unser automatisches Schadruckregelsystem, das Autoforce-System, das automatisch an Schadruck anpasst an die vorherrschenden Bedingungen. Wird also, wenn der Boden härter wird, wird der Schadruck erhöht, dass wir sicherstellen, dass wir reinkommen auf unsere 5-6 cm Ablagetiefe. Wenn der Boden leichter wird, wenn er wechselt, wird Schadruck automatisch reduziert, damit man einfach nicht mit übermäßig Schadruck fährt, damit man nicht zu viele Verdichtungen erzeugt. Und so gewährleistet man eigentlich, dass man bei allen Bedingungen, bei wechselnden Verhältnissen, auch bei wechselnden Geschwindigkeitsverhältnissen, das ist ja auch manchmal im Schusssystem, fängt man mit 8 fängt man an, mit 15, 16 hört man auf, dass hier einfach überall die Einbettung passt. Und Einbettung ist ja das A und O bei der Einzelkornsort, hat den stärksten Einfluss auf den Ertrag, dass der Feldaufgang gleichmäßig ist, dass die Pflanzen sich homogen entwickeln und dass im Endeffekt dann auch jede Pflanze oder jede Maispflanze einen schönen, sauberen Kolben ausbildet. Und da ist Autoforce-System doch ein sehr wichtiger Punkt. Kurz und knapp, was kann sie gar nicht? Was kann sie gar nicht? Das ist eine gute Frage. Da muss ich wirklich nachdenken. Okay. Was kann sie gar nicht? Wird schwierig, was zu finden, weil wir mittlerweile so eine große Vielfalt haben. Wir sind jetzt hier im Arion und haben dahinter eine Horsch Maestro. Maestro oder Maestro? Maestro. Ah, okay. Maestro waren die Alten. Maestro haben die geheißen, weil die haben nur Mais gemacht. Ja. Und seit 2012, seit unserem elektrischen Dosierer, können wir ja andere Kulturen natürlich auch sehen. Und deswegen ist die Maestro von damals in Maestro umbenannt worden. Ah, wissen wir es auch wieder. Und wir gucken uns jetzt einmal die Bedienung an. Isobus, ganz klar. Wäre verrückt, wenn ihr das nicht könntet. Das ist logisch. Bei der Sämaschine denke ich absoluter Standard. Das ist unsere Hauptbedienoberfläche. Wir haben im Endeffekt hier oben Übersicht, Geschwindigkeit, kann man auch durchklicken, was man sehen möchte, mit Saatstärke, Düngermenge, Granulatmenge, Drehzahl und so weiter und so fort. Kann man sich durchklicken. Links Arbeitssignal, ist die Maschine ausgehoben, ist sie abgesenkt. Oben dann unser Schadruckregelsystem, also unser Autoforce-System. Kann man hier auch einstellen, unsere Sollwerte, also unseren Auflagedruck, mehr oder weniger, je nach Bodenart. Umso schwerer das der Boden ist, desto mehr Sollwert ist tendenziell empfohlen. Oder ich kann es einmal deaktivieren aus irgendwelchen Gründen und kann dann manuell meinen Schaddruck hier mit Plus- und Minustasten verstellen. Genau. Ansonsten habe ich oben auch noch mehr Übersicht über die eingestellten Saatstärken, Kilogrammmengen von Dünger und Granulat und dann eben meine Reihenbalken. Nach oben hin werden Doppelstellen angezeigt, nach unten hin werden Fehlstellen angezeigt. Wenn also der grüne Balken, wenn man sieht, so klein wie möglich ist, ist es wunderbar. Und unten haben wir dann auch nochmal eine Übersicht über meine durchschnittliche Saatstärke mit Abweichung, über meine Genauigkeit, also meine Sollstellen, wenn die irgendwo bei 98, 99% liegen, ist das ein super Ergebnis.
und unsere VK-Anzeige, also der Variationskoeffizient, wie groß ist die Abweichung von Soll und Ist. Ich sage mal, irgendwo im Bereich 15, 16, 17, 20, auch 25 ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Bis 30 hoch, wenn es über 30 mal geht, dann müsste man irgendwie mal mit der Luft ein bisschen Anpassung machen. Genau. Was ganz viele Leute fragen, das ist denen anscheinend sehr, sehr wichtig, teilflächenspezifische Aussaat, teilflächenspezifischer Dünger, Section Control auch Dünger? Das noch nicht. Oder an und für sich ja natürlich, aber nicht einzelreihenbezogen. Also wir können natürlich Section Control aus- und anschalten, aber aktuell nur auf die komplette Maschine bzw. auf die Halbseite, je nachdem welchen Maschinentyp wir haben. Genau. Aber Einzelreihenschaltung ist noch nicht möglich. Das geht natürlich bei der Reihe logischerweise. Wir können auch Variable Rate natürlich bei allen Produkten haben, also Saatgut, Dünger, Granulat, Variable Rate Schaltung ist möglich. Und auch Variable Rate by Row. Also wir können Einzelreihen bezogen die Reihen in der Aussaatstärke steuern von der Karte her. Also die, sagen wir mal, die Maximalauflösung der Applikationskarte, die kleinste Auflösung oder die höchste Auflösung heißt es ja, wäre im Endeffekt der Reihenabstand. Also zum Beispiel 50 auf 50 cm wäre dann ein Pixel mit einem Saatgutwert und da kann also innerhalb der Arbeitsbreite, innerhalb von 6 Meter oder 9 Meter, 12 Meter verschieden sein zwischen linker und rechter Maschinenhälfte. Das ist ja, krass. Ja. Das ist ja wirklich krass, dass sie das in der einzelnen Reihe eigenes Section Control, also eine eigene Applikation, eigene Applikationskarte fahren können. Ja. Das ist verrückt. Das wäre möglich, man braucht ja die Karte in der entsprechenden Auflösung. Genau. Oft wird die irgendwie in einem 10x10 Meter Raster gemacht. Genau. Macht natürlich dann weniger Sinn. Aber selbst da kann man ja theoretisch, kann es passieren, dass man ja mit der Hälfte der Maschine auf dem Raster fährt. Ganz genau. Und die Maschine entscheidet sich ja meistens dann immer für das höhere Raster oder beziehungsweise für den höheren Wert. Genau. Interessant. Würde hier dann schon geschalten werden, dass man drei Reihen, die niedrigere Saatstärke hat und drei Reihen oder acht Reihen, die höhere Saatstärke hat. Genau. Das wäre möglich, genau. Verrückt. Wenn es so schlepper kann, das ist einmal das Thema, weil wir brauchen natürlich auch die dementsprechenden Freischaltungen für zwei, drei, vier Produkte und so weiter und so fort in Section Control und in Variable Rate, dass das der Schlepper auch bekommt. Also, aber die Maschine kann es serienmäßig ohne irgendwelche Einschränkungen. Ja. Okay. Genau. Genau, wir haben vorhin außen haben wir schon geklärt, von Raps bis Kürbis. Genau, ist also alle gängigen Einzelkornkulturen, Mais, Sonnenblumen natürlich vorneweg als die wichtigsten. Raps, Rübe, Soja, alle möglichen Leguminosenarten und dann eben auch Kürbis. Ein bisschen spezielle Kulturen noch wie Hanf, was gemacht wird, Sorghum wird gesehen natürlich. Das wird Gemüse, ja Gewürze, immer mehr und immer interessanter, muss man ja sagen, dieser ganze Bereich. Genau. Jetzt eröffnet sich ganz andere Möglichkeiten dadurch, dass ihr so viel verschiedene Kulturen vereinzeln könnt. Jetzt wird man als Landwirt viel interessierter in der Sache Vereinzelung, weil jetzt viel, viel mehr geht. Ja, auf jeden Fall. Genau, haben wir immer Scheibe dazu, wird getauscht, wird dann umgestellt im System auf die dementsprechende Kultur und auf die Lochanzahl und dann kann man loslegen. Okay, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Perfekt. Vielen, vielen Dank für diesen kurzen Eindruck. Und ich sage erstmal vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen in dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.